Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earthlock. Wir sind wieder im Turnier vom Festival der Magie in Sovia. Und wir werden jetzt gleich, nachdem uns die Truhe geschnappt haben, Runde 3 bestreiten. Wir haben es geschafft, die letzten Kämpfe so zu bestehen, dass wir immer alle Gegner auf einmal bekämpft haben. Deswegen haben wir erst 2 von 5 Kämpfen. Das war schon wieder die falsche Taste. Und ich will jetzt einmal gucken, was das hier ist. Stellt die gesamte Amerie aller. Oh, das ist cool. Ich werde jetzt hier aber ein bisschen heilen. Gegenstand benutzen müssen wir noch machen. Dann machen wir mal lieber so. Aemon hatte einen Stufenaufstieg. So, da braucht. Und sie braucht auch nochmal eins. Wir haben jetzt leider sehr wenig Heilelixiere, aber wir werden es irgendwie so schaffen. Ach, Gnad bräuchte vielleicht doch nochmal eins. So. Dann geht es doch gleich besser. Okay, wir starten jetzt Runde 3. Ich glaube, die machen wir jetzt mal einzeln. Ich hoffe, wir schaffen dann trotzdem noch Rang Gold. Aber wenn nicht, ist mir das auch relativ egal. Nee, das wollte ich nicht. Machen wir mal die Feuerfalle auf irgendeinen. Wir gehen jetzt alle auf den Seamorg. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aua. Und er ist tot. Sehr schön. Ach, der Imkin. Wir haben einen Imkin. Machen wir Speer-S an? Ach ja, machen wir mal an. Warum denn nicht? Oh, ich glaube, ich hätte eher Eisfallen-Falle machen sollen. Und Regen auf Eif. Gnad hat noch ein bisschen Regen von der Bindung. Und Veteran S machen wir jetzt auch mal an. Weil Gegenschlag ist einfach zu gut. Und Stich. Oh, und der Imki. Kein Crit, aber immerhin hat der Gegenangriff ist geglückt. Oh Gott, ich kann gerade echt nicht reden. Liegt daran, dass mein Gehirn gerade ein bisschen matschig ist. So, der nächste ist weg. Okay. Sie geht raus aus der Veteranhaltung. So, der Imkin ist weg. Und wir können jetzt mit der Donnerfaust auf den Bargest hier noch gehen. Und den Stich. Mit Vergiftung. Ist ja auch von der, kommt von der Bindung. Und die nächste hat einen Stufenausstieg. Gnad und Eif haben einen Stufenausstieg. Sehr schön. Und da ist eine Truhe. Schnell einmal schnappen. Bodenfrost, okay. Und dann geht's jetzt auf zur nächsten Gruppe. Und wir gehen als allererstes auf den Imkin. Der darf hier gar nicht erst groß anfangen, Prellbock oder sowas zu wirken. Muss jemand geheilt werden? Die Olia. Verfehlt. Das ist nicht gut. Die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Trotzdem auch den Kien. Er muss einfach weg. Wer schläft? Schläft keiner. Okay, Regen auf. Ivory.
So, der ist jetzt weg. Und wir können uns auf Flitzer, auf die Flitzer stürzen. Verfehlt. Ist nicht gut. Oh, ein Crit haben wir kassiert. Und der kleine Gnat schläft. Was ziemlich unpraktisch ist. Verfehlt. Das ist nicht gut. Das war ein Crit. Und die Falle hat gewirkt. Das ist gut. So, Gnat, bist du wieder wach? Können wir mal kurz Magier-Eis aktivieren? Das wäre zu freundlich. Noch ein kleiner Fisch ist übrig von den Flitzern. Jetzt sind sie weg. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir die Gruppe halt getrennt oder die Gruppen hier getrennt angegangen sind. Jetzt sind alle wieder voll geheilt. Jetzt können wir hier uns voll auf den Kampf konzentrieren. Behandeln wir mal alle, aber es muss niemand behandelt werden. Dann verlassen wir jetzt das Spezial. Hau mal drauf. Ach, wir hätten die Haltung ändern können. Aber okay. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Schwer ist aktivieren. Nee, lassen wir mal. Die zwei kriegen wir jetzt noch so. Behalten wir uns das lieber für den nächsten Kampf, für die nächste Runde. Ich bin momentan ein bisschen ruhiger, weil ich mich doch ein bisschen konzentrieren muss. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob das einfach an meiner Übermüdung liegt oder daran, dass die Kämpfe doch gar nicht so extrem einfach sind, weil man begrenzte Materialien hat. Ey! Hau nicht die Ivory! Das ist doch dein Schätzchen. Mensch. Amen. Oh, sie blutet. Das hatten wir uns ja schon hier geholt gehabt, oder? Sind noch Rang Gold? Ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen, Rang Gold, also das Turnier in Rang Gold abzuschließen. Ah, ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ein Heil-Elixier werde ich jetzt der guten Eif noch geben. Und dann war's das. Wir sind ja jetzt erst in Runde 4, müssten wir erst sein. Ja. Oh. Was sind das da hinten? Für welche? Hm. Warte mal ab, wer sowas kommt. Wie wir es denn packen. Ich weiß nicht, wie viele Gegner das jetzt sind. 1, 2, 3. Was sind das denn für Seepferdchen? Wir hauen mal Speer-Eis rein. Setzen mal die Feuerfalle ein. Gleich am Anfang. Und Veteran-Eis anschalten. Und dann geht's einfach mal los. Einfach mal wild drauf los. Ballern. Oh, sie ist eingefroren. Er ist weg. Der Dicke ist schon mal weg. Sehr gut. Ich weiß nicht, was diese komischen Seepferdchen hier so machen. Ich habe es gerade nicht lesen können. Was für ein Tier ist das? Die waren so übereinander geschrieben. Oh. Lieber Gnat, du musst jetzt ganz schnell die Olea heilen oder sie ist weg vom Monster. Kuda. Oh, das war ein Crit und unsere gute Olea ist gerade weg. Ist nicht so schlimm. Wir haben noch einen Kuss von Lys.
Und der hat ordentlich reingehauen. Nicht schon wieder auf Olia. Aua! Sie hat ganz schön anstrengend, ihr. Wisst ihr das so? Regen auf Olia oder kann man das behandeln? Ah, das wird Olia nicht packen. Ihr nehmt ein. Ihr nimmt ein Heil-Elixier. Nein, nicht auch Bodenfrost auf ihn. Das ist nicht gut. Ich habe den falschen. Ach nee, doch den richtigen. Schnell mal. Ach, Aemon hat noch so viel Leben. Heil mal lieber Ivory. Mach mir einfach mal Adrenalinschub. Ah, Mist, auch du Adrenalinschub. Wir haben gerade nur Ivory, die kämpfen kann. Verfehlt, das ist nicht gut. Heil Olia, heil Olia. Ich buffe uns gerade nur. Oh nein, jetzt kann Ivory auch nicht mehr kämpfen. Gehen wir mal in die Schleuderhaltung. Aber Olia kann jetzt wieder kämpfen. Mach ihn einfach weg. Der macht Gnad halt den weg. So, wir haben es geschafft. Die sind ganz schön, die sind gar nicht so nett. Mit Bodenfrost, das ist gemein. Aber wir haben ja auch Bodenfrost erhalten. Und nein, ich wollte eigentlich zwei Gegner haben. Jetzt ist es nur einer, das ist nicht gut. Zu früh gedingstet. Heilen wir mal Olia, weil die ja sowieso immer geheilt werden muss. Und erledigt. Das war jetzt nicht so gut. Ich hätte auf ihn noch warten müssen. Ach, mach Schläger. Ist gerade nichts zu tun. Die hätte man gut... Also, die zwei zusammen hätte man gut geschafft. Jetzt haben wir leider nur noch Silber. Das ist voll schade. Aber okay. Man kann ja nicht immer die Beste sein. Giftwolke, das gefällt mir schon mal. Für die letzte Runde haben wir Bodenfrost und Giftwolke. Und jetzt kommt Adarin. Wenn sie jetzt wiederkommt... Ich will mir noch schnell hier die Truhe holen. Brandgefahr. Okay, dann gehen wir erstmal hier auf diese Dame los. Ich möchte mal gucken, was wir hier so bekommen haben. Ah, da. Ich will mal den Bodenfrost nehmen. Und dann gehen wir mal in Speer-S. Ach komm, wir gehen in Speer-S. Und du machst einfach mal Tempo an, lieber Gnad. Dann einmal die Kniesehne. Das ist Schlägerei. Okay.
heilen wir Ole, ja? Sicherheitshalber. Mach mal Veteran es an. Und die Verspottung. Und dann machen wir Regen auf Olea. Ich glaube, das wird jetzt so der Running Gag. Heilung auf Olea. Ich glaube, die bewegt sich aber gar nicht. Sie blutet jetzt auf jeden Fall. Regen auf sich selbst. Ja, Regen auf sich selbst. Und wir haben die schon mal geschafft. Pünktlich zum Folgenende. Finde ich gut. Ja, dann werden wir das so machen. Den nächsten Gegner, ich pausiere mal das Spiel, machen wir dann in der nächsten Runde. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Ciao, ciao.